Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Wir alle kennen es doch, es ist Wochenende, 20 Uhr und wir sitzen im Pyjama im Bett und freuen uns auf unseren Lieblingsfilm, der in 15 Minuten beginnt. Ja, heute reden wir über die Top 5 Filme unserer Kindheit. Und das mache ich nicht allein, denn heute ist Nostal Cherry zu Gast. Und damit es jetzt nicht zu Verwirrungen kommt, König der Löwen ist einer meiner Top-Favorites, aber wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr das und dementsprechend lasse ich König der Löwen da jetzt mal außen vor. Ich starte mit einem Film, der für mich heute noch jedes Jahr auf der Watchlist steht. Und zwar der Polarexpress. Für mich der Film, der zu Weihnachten nicht fehlen darf. Unabhängig davon, dass ich ein riesiger Eisenbahn-Nerd bin und allein deswegen den Film schon nice finde, fand ich die Story echt cool. Wir haben einen Jungen, dessen Namen wir nicht wissen, der beginnt, Weihnachten und seinen Glauben zu hinterfragen. Er ist skeptisch, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Doch in der Weihnachtsnacht beginnt plötzlich alles in seinem Zimmer zu wackeln. Es ist fast so, als würde ein riesiger, schwerer, langer Zug an seinem Haus vorbeifahren. Er schnappt sich seinen Mantel und geht nach draußen. Und dort sieht er ihn, den Polarexpress. Ein Schaffner, der aus dem Zug steigt, gibt ihm die Möglichkeit einzusteigen und mit zum Nordpol zu kommen. Der Junge zögert, steigt dann allerdings doch noch ein. Und im Zug trifft er einen Haufen anderer Kinder. Einen ziemlichen Nerd. Ein Kind, das nicht so richtig weiß, ob es an Weihnachten glauben soll, weil es nie vom Weihnachtsmann besucht wurde. Und ein Mädchen, das hier absolut den Geist von Weihnachten widerspiegelt. Und alle zusammen machen sie sich auf die weite und tatsächlich ziemlich abenteuerliche Reise zum Nordpol. Und auch wenn die Animationen gelegentlich mal etwas weird sind, finde ich den Animationsstil grandios. Genauso wie die Filmmusik und die Songs. Ich finde sie absolut fesselnd. Auf jeden Fall einer der Filme, der für mich zu Weihnachten nicht fehlen darf. Ein Film, den ich in meiner Kindheit ziemlich oft und gerne geguckt habe, war Tarzan. Ich muss gestehen, heutzutage finde ich den Film zwar auch noch ganz gut, aber ich gucke ihn eigentlich so gut wie nie. Wir begleiten hier den jungen Tarzan, der von Kala, einem Gorilla, adoptiert wird, nachdem seine Eltern von einem Leoparden getötet wurden und er dann versucht, Teil dieser Gorilla-Gruppe zu werden. Das gelingt ihm allerdings nicht wirklich. Und plötzlich taucht eine Gruppe anderer Menschen auf und er ist irgendwie so zwischen den Welten hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind diese Menschen, die ihm nun zeigen, wie sich Menschen benehmen und was sie so machen, und auf der anderen Seite haben wir diese Gorilla-Gruppe, wo er sich dennoch zugehörig fühlt. Was bei dem Film einfach absolut krass ist, ist die Musik und die Lieder. Und ich finde es einfach jedes Mal, wenn ich diese Lieder höre, aufs Neue heftig, dass Phil Collins sie einfach in so ziemlich jeder Sprache selbst eingesungen hat. Gleich wie Tarzan stammt auch dieser Film von Disney. Genauer von Disney Pixar. Und zwar Cars. Wir verfolgen hier die Geschichte des ziemlich ehrgeizigen und absolut arroganten Rennwagens Lightning McQueen. Er ist ein Neuling im Renngeschäft und möchte den Pistencup gewinnen. Und das schafft er sogar beinahe. Das Rennen geht mit einem Unentschieden aus und er, Chick Hicks und die Rennlegende bekannt als King müssen in einem Rennen gegeneinander antreten. Während Lightning nur Augen für den Pistencup und Dynaco, die momentan King sponsern hat, behandelt er seine Crew so schlecht, dass ein Teil davon sogar nach dem Rennen kündigt. Dieses große Rennen soll in Kalifornien stattfinden. Und so macht sich Mac, Lightnings Fahrer und Lightning auf den Weg dorthin. Und aufgrund seines übertriebenen Ehrgeizes verliert Lightning Mac. Verzweifelt versucht er diesen zu finden und biegt dabei auf die Route 66 ab. Und viel zu schnell unterwegs zieht er die Aufmerksamkeit des Sheriffs auf sich. Diese verfolgt ihn und durch die Aneinanderkettung von ganz vielen verschiedenen, ganz komischen Ereignissen kommt es dazu, dass er die komplette Straße in dem kleinen Ort Radiator Springs zerstört. Am nächsten Tag wird er vor Gericht gesetzt und wird dazu verdonnert, die Straße zu reparieren. Und es dauert tatsächlich ziemlich lange, bis er seine Überheblichkeit und Arroganz ablegt, doch am Ende freundet er sich mit den BewohnerInnen von Radiator Springs an. Am Ende repariert er die Straße, freundet sich mit Hook an und wird neben Guido und Luigi von Doc Hudson, dem berühmten Rennauto Hudson Hornet, bei seinem großen Rennen in Kalifornien unterstützt. Außerdem verliebt er sich in den Sportwagen Sally. Ich persönlich bin ein Riesenfan von der Story und auch der großen Charakterentwicklung von Lightning McQueen. Außerdem finde ich die Liederauswahl für den Film absolut genial. Erstmal willkommen an alle Zuschauer von der Flosi
und danke dafür, dass ich eine Gastparty übernehmen darf. Wir alle hatten doch dieselbe Kindheit. Wenn am Freitagabend oder Samstagabend nichts anstand, hat man mit seinen Eltern den Family Cartoon auf Super RTL geguckt. Und Mann, die liefen ja teilweise bis 22.15 Uhr. Das kam einem so lange vor, man hat sich so krass gefühlt. Und zwei Filme haben mich da besonders berührt. Beziehungsweise ich würde sie sogar als meine liebsten Kinderfilme bezeichnen. Der erste Film ist Mein Nachbar Totoro, ein Anime vom Studio Ghibli, der tatsächlich 1988 schon in Japan und erst 2007 auf Deutsch erschien. Das Studio versprach sich damals übrigens keinen großen Erfolg vom Film, da es über zwei normale Mädchen und einen Waldgeist ging. In Japan hatte er direkt schnell Erfolg, in den USA stimmte das tatsächlich schon, dass er erstmal nicht gut ankam. Aber genau diese ruhige Art des Films war, was mich und andere begeisterte. Die Familie zieht aufs Land und da beginnen die merkwürdigen und spannenden Ereignisse. Sie finden Räuchermännchen in ihrem Haus und später eben Totoro im Wald, den Waldgeist. Die schönen Animationen, Landschaften und mystischen Ereignisse sind einfach Vibe. Als Kind diese realistischen Zeichnungen zu sehen und dann so ungewöhnliche Dinge wie Räuchermännchen, diese Verwebung ließ die Grenze zwischen Realität und Fiktion so krass verschieben, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was echt war und was nicht. Und das war das Schöne daran. Man tauchte wirklich komplett ab. Das hatte ich beispielsweise bei Disney-Filmen schon damals nicht. In der auf dem Bus warten Szene war ich wirklich so komplett drin, dass ich meine, mich erinnern zu können, dass ich wirklich gedacht habe, dass es irgendwo einen Katzenbus in Japan gibt. Der Film fühlt sich so schön gemütlich an. Den kann ich schwierig irgendwie irgendwo anders genau gleich empfinden. Also ich habe das Gefühl bei wenig anderen Filmen. Der 2001 erschienene Film, den ich jetzt vorstelle, ist deswegen auch vom Studio Ghibli. Chihiros Reise ins Zauberland. Chihiro zieht um. Ein zentrales Thema der Ghibli-Filme, wie es mir scheint. Ich glaube, weil sich da viele im jungen Alter hineinversetzen können. Und ihre Eltern verfahren sich mit ihr zusammen zu einer verlassenen Stadt. Die Eltern beginnen zu essen. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Denn das ist übrigens auch ein zentraler Bestandteil dieser Filme. Es sieht köstlich aus. In der Stadt wird es immer dunkler und gruseliger. Ihr zukünftiger Freund Haku warnt Chihiro, dass sie schnell aufbrechen müssen. Doch ihre Eltern haben sich schon in Schweine verwandelt. Am Ende muss Chihiro in einem Dämon-Badehaus, das auch wieder so schön ist, arbeiten. Da gibt es eine böse Hexe und viele weitere so interessante Charaktere. Und auch wieder die Rußmännchen, die hier mit Süßigkeiten gefüttert werden, damit sie ihre Kraft fürs Arbeiten aufbringen können, die übrigens ziemlich stark sind. Hier kamen noch 3D-Animationen ins Spiel, wenn Haku beispielsweise als Drache fliegt und wieder sind öffentliche Verkehrsmittel ein Thema. Vielleicht, weil dort viele Leute zusammenkommen? Hier ein cooler Zug, der erstmal normal scheint und irgendwann sind die Schienen dann komplett unter Wasser. Einfach cool. Mehr als 2 Stunden pure Unterhaltung und die rührende Flucht in eine vollkommen andere Welt. So gehen Kinderfilme. Der Super RTL Trailer war auch einfach zu genial. Ich wusste gar nicht, dass sie so gute Trailer schneiden konnten. Als Honorable Mention muss ich noch den SpongeBob-Film erwähnen. Der muss einmal doch meine Top-Liste. Ich glaube, es gibt keinen lustigeren Film für mich als diesen. Die Serie war ja schon in den ersten 3 bis 4 Staffeln extrem genial. Und genau am Ende dieser Zeit kam halt dieser legendäre Film in die Kinos. Das Roadtrip-Abenteuer, die zentrale Frage, ob Kindischsein schlecht ist, und dass Plankton fast mit seinem Plan Z durchkommt, ergeben den perfekten Comedy-Abenteuerfilm für mich. Und der taube Nüsschenrock ist einfach legendär. Ich habe übrigens auf meinem Kanal ein mehr als 2-stündiges Video zu dem Film hochgeladen. Ja, länger als der Film selber, aber es lohnt sich. Meine Meinung zu jeder Szene im Film und viele Hintergrundinfos. Wenn ihr Bock habt. Was waren eure Kindheitsklassiker? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Nostalcherry vorbei und lasst ihm ein Abo da. Der Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr bei ihm ein Video zu unseren Top 5 Lieblingskindheitsserien. Und wenn ihr in Zukunft Lust hättet auf weitere Parts von dieser Videoreihe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.